letztes Jahr schon mal da. Wer kennt mich noch? Ihr habt mich letztes Jahr gesehen. Ja, cool. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Aber freue mich natürlich auch über die, die heute vielleicht das erste Mal da sind bei der Jugendjahresabschlussfeier. Und ich habe gesehen, dieses Jahr sind wir ein Hafen. Das Thema ist, Wasser ist unser Ursprung. Deswegen habe ich auch meine Schwimmflügel angezogen, weil Einhörner können nicht so gut schwimmen. Aber ich probiere das heute mal. Und am Anfang habe ich noch eine Frage für euch. Was gibt's denn so im Wasser, im Meer? Was schwimmt denn da so rum alles? Ja, ihr dürft es einfach reinschreiben, ihr müsst euch nicht melden, hier ist keine Schule. Fische. Was noch? Haie. Walfische auch. Okay. Delfine. Seesterne. Das ist ja ganz schön viel schon. Da bin ich gespannt, was wir davon alles heute sehen werden. Und los geht's mit einer Geschichte, die kenne ich schon seit ich klein bin. Da geht es um einen ganz besonderen Fisch. Und dieser Fisch hatte ganz viele schöne, schillernde Schuppen. Und die haben geschillert in den Farben von einem Regenbogen. Und deswegen wurde dieser Fisch von den anderen Fischen Regenbogenfisch genannt. Bin ich mal gespannt, wie viele Regenbogenfische wir gleich sehen werden. Spaß! Soll das so sein, dass der Fisch schwimmt? Ne? Deshalb. Das ist die eine Königin hier. Die da vorne. Ja. Ja. Ja, ich glaube, alle haben den Regenbogenfisch gesehen. Hier sieht man seine schönen, schillernden Schuppen. Jetzt war es nur so, dass die ganzen anderen Fische, die keine so schönen Schuppen hatten, die waren ein bisschen neidisch auf den Regenbogenfisch. Und deswegen haben sie ihn nicht mehr gemocht. Das war natürlich doof für den Regenbogenfisch, der war jetzt sehr unglücklich und einsam, weil die anderen nichts mehr mit ihm machen wollten. Denn die anderen wollten, dass er seine Schuppen verschenkt. Die wollten auch alle so schöne Schuppen haben. Und irgendwann hat sich der Regenbogenfisch dann gedacht, okay, ich verschenke jetzt meine Schuppen. Und mit jeder Schuppe, die er verschenkt hat, ist er wieder glücklicher geworden.
ziemlich falsch rum, oder? Ja. Ja. Ja, so geht die Geschichte, ja. Ja, der Regenbogenfisch, der gibt jetzt seine glitzernde Schuppe ab und dann hat er wieder Freunde. So ist das Geschichte im Buch. Ach so, das ist ein Buch. Das ist ein Buch, ja. Ja, 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 ja. Und jetzt hat er keine mehr gehabt? Ein paar hat er noch. Ein paar. Ah.